Heute sprechen wir über den Lebenszyklus eines Erythrozyten. Die Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen, die notwendig sind, in unserem Körper den Sauerstoff zu transportieren und das CO2 abzutransportieren. Wo entstehen diese Erythrozyten? Wie ist deren Lebenszyklus? Und wann und wie werden die Erythrozyten dann entsprechend entsorgt oder eliminiert, wenn sie ihren Alterszeitpunkt überschritten haben und dementsprechend nicht mehr funktionstüchtig sind? Das sind die Themen oder dieser Bereich, das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Beginnend mit der Geburt des Erythrozyten. Die Erythrozyten selber werden, wie alle anderen Blutzellen auch, in den pluripotenten Stammzellen gebildet. Diese pluripotenten Stammzellen finden wir im Knochenmark. Hier muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und sich das Knochenmark im Speziellen anschauen. Denn Knochenmark ist nicht gleich Knochenmark. Wir haben zwei verschiedene Sorten von Knochenmark in unserem Körper. Wir haben einmal das gelbe Knochenmark, auch Fettmark genannt, und das rote Knochenmark. Das ist das blutbildende Knochenmark. Dieses befindet sich im Inneren unserer Knochen, aber eben nicht in jedem dasselbe. Das gelbe Knochenmark finden wir überwiegend in den Röhrenknochen. Das blutbildende rote Knochenmark finden wir überwiegend in den Plattenknochen und in den unregelmäßigen Knochen. Zu den Plattenknochen zählen der Schädel, die Hüfte, Rippen, das Brustbein. Zu den unregelmäßigen Knochen zählen als Beispiel die Wirbel, Handwurzelknochen und solche Strukturen. Dieses rote Knochenmark nun enthält entsprechend diese pluripotenten Stammzellen, aus denen die Erythrozyten entstehen. Warum produziert diese pluripotente Stammzelle jetzt Erythrozyten? Denn sie produziert ja alle Sorten von Blutzellen, nicht nur die roten. Es muss ja irgendwoher wissen, wann muss sie rote Blutzellen produzieren. Das geschieht durch ein Gewebshormon. Dieses Hormon nennt sich Erythropoietin und wird in der Niere gebildet. Dieses Erythropoietin aktiviert in der pluripotenten Stammzelle die Funktion, Erythrozyten zu produzieren. Diese Erythrozytenproduktion fängt an und produziert Retikulozyten. Das ist der junge Erythrozyt, der in seiner Form noch nicht vollständig entwickelt ist und auch seine Funktion noch nicht hundertprozentig da ist, wo er irgendwann mal hin möchte. Um diesen Erythrozyten oder Retikulozyten nun produzieren zu können, brauchen wir zwei ganz wichtige Grundstoffe. Das eine ist das Vitamin B12. Das ist notwendig, um diesen Erythrozyten eine Zellhülle zu geben. Und das Eisen. Dieses Eisen ist notwendig, um den roten Farbstoff dieses Blutkörperchens zu produzieren, das Hämoglobin, an dem dann später auch der Sauerstoff gebunden wird. Diese zwei Stoffe sind lebensnotwendig, grundsätzlich notwendig, um diesen Erythrozyten bauen zu können. Wo die herkommen, wie die eben im Körper gespeichert oder welche Probleme, Mangelerscheinungen zur Folge haben, das gucken wir uns in einem anderen Video nochmal genauer an. Wir gehen jetzt mal davon aus, alles funktioniert wunderbar. Die Niere hat festgestellt, wir benötigen Erythrozyten. Das tut sie aufgrund eines Sauerstoffmangels im Gewebe. Schüttet das Erythropoietin aus. Das Erythropoietin wirkt auf unsere pluripotente Stammzelle, die sich im roten Knochenmark befindet. Und diese Grundstoffe, Vitamin B12, Eisen, sind in ausreichender Menge vorhanden. Somit wird jetzt ein voll funktionsfähiger, junger Erythrozyt, Namen hier Retikulozyt, geboren. Der wandert nun über dieses Knochenmark in die Blutbahn aus und reift in dieser Blutbahn, bis er irgendwann seine endgültige Form erreicht hat. Diese Form ist platt, eine platte Scheibe, die aber nicht ganz flach ist, sondern aufgewölbt und in der Mitte eine zentrale Eindämmung hat. Man kann sich das vorstellen wie einen Donut von der Form her, nur ist dieses Loch nicht ausgestanzt, sondern nur in der Mitte zusammengedrückt. In Bayern gibt es Gebäck, das heißt genau, oder das sieht genauso aus wie ein Erythrozyt, da sagt man Auszungen dazu, diesen dicken Rand und der flachen Mitte. So sieht ein fertiger, funktionstüchtiger Erythrozyt aus. Dieser Erythrozyt wandert nun durch unseren Körper und geht seiner Aufgabe nach. Sauerstofftransport, CO2-Abtransport. Dabei muss er natürlich durch unseren ganzen Körper im Blut durchgepumpt werden, wandert mehrmals durch die Lunge, wandert mehrmals durchs Herz, kommt an verschiedenen Organen vorbei und muss natürlich auch die Kapillare passieren. Diese Kapillare, da findet ja dann auch erst dieser Stoffaustausch im echten Moment statt. Die sind natürlich sehr, sehr, sehr fein und sehr eng. Das sind die kleinsten Gefäße, die wir im Körper haben. Hier passt so ein Erythrozyt gerade so durch. Das heißt, der muss sich auch schon ein bisschen verbiegen können, dass er da wunderbar durchpasst. Und das ist quasi der entscheidende Punkt. Denn diese Erythrozyten haben eine gewisse Lebensdauer. Man spricht von ca. 120 Tagen. Das sind ca. 4 Monate.
Nach diesen 4 Monaten wird so ein Erythrozyt in der Milz abgebaut, in seine Bestandteile zerlegt, Teile davon resorbiert, andere Teile davon eliminiert. Wie funktioniert das jetzt aber? Denn so ein Erythrozyt hat ja kein Produktionsdatum aufgestempelt und irgendeiner kommt und guckt und sagt, oh, du hast noch 3 Wochen, viel Spaß, darfst du noch mal los, und nein, du bist schon seit gestern abgelaufen, du bleibst jetzt hier. Wie funktioniert das? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Dadurch, dass dieser Erythrozyt, der durch diese feinsten Kapillare durch muss, muss er sehr, sehr beweglich sein. In seiner Zellhülle. Die muss elastisch sein, er muss sich dadurch zwängen können. Und jetzt kommt er irgendwann in die Milz. Die Milz, hatten wir im letzten Thema schon, Bilirubin-Kreislauf, die ist aufgebaut durch ein Trabekelsystem. Das heißt, hier wird unterschieden grundsätzlich 2 Strukturen, die weiße Pulpa und die rote Pulpa. Die rote Pulpa, das ist der Teil der Milz, der eben hier durchblutet wird, durch den diese Erythrozyten hindurchfließen müssen. Und jetzt kann man sich das bildlich vielleicht so vorstellen, wie ein Labyrinth, in dem man über eine Bank drüber muss und in dem nächsten Moment unter einer Bank unten durch. Und dann geht das immer so hin und her. Und dafür muss ich natürlich relativ fit sein und relativ flott und beweglich, damit ich da in einer gewissen Zeit durch diese rote Pulpa hindurchkomme. Jetzt kommt so ein älterer Erythrozyt in dieser Milz an, steht eben vor dieser roten Pulpa und muss jetzt dieses Trabekelsystem überwinden. Dadurch, dass er eben nicht mehr so elastisch ist aufgrund seines Alters, bleibt er jetzt in diesem Labyrinth, in diesem Trabekelsystem hängen. Und jetzt kommen zur Phagozytose befähigte Fresszellen aus der weißen Pulpa und zerlegen diesen Erythrozyten. Das heißt also, die Bestimmung, wann wird ein Erythrozyt zerlegt, wann ist er nicht mehr in der Lage weiterzuarbeiten, entscheidet der Körper also nicht aufgrund einer Zeitspanne, sondern aufgrund der Elastizität der Zellhülle. Und das ist auch der Punkt, warum es bei verschiedenen Erkrankungen eben zu einer Hämolyse kommt. Also sprich zum Auflösen, vom Spalten auflösen dieser Blutzellen, dieser Erythrozyten. Das kann bedingt sein durch verschiedene Ursachen, eben zum Beispiel durch die Ursache, dass die Rohstoffe, die wir vorhin angesprochen haben, Vitamin B12 und Eisen, nicht in ausreichender Form vorhanden sind, der Körper aber diese Erythrozyten produzieren muss und will und die jetzt halt, ganz einfach gesagt, sehr schlecht produzieren und dadurch die Elastizität dieser Hülle nicht so gegeben ist, wie sich das gehört. Dadurch bleiben die vermehrt in der Milz hängen und werden natürlich auch dadurch verstärkt abgebaut. Durch den verstärkten Abbau steigt dann zum Beispiel auch so ein Bilirubinwert an. Weil je mehr Erythrozyten abgebaut werden, umso mehr dieses Farbstoffs fällt natürlich an, der dann auch über die Leber wieder umgewandelt werden muss. Das heißt also, man merkt jetzt schon, diese Unterrichte, die ich hier mache, diese Themen bauen aufeinander auf. Es ist eben nicht so, dass man das ganz abgehackt betrachten kann, sondern man muss das eine zum anderen dazunehmen. Und so werde ich auch versuchen, die weiteren Unterrichte hier zusammenzufassen. Wir fassen nochmal zusammen, Erythrozyt, geboren in der pluripotenten Stammzelle, die befindet sich im roten Knochenmark. Rotes Knochenmark, blutbildendes Knochenmark, finden wir in den Plattenknochen und den unregelmäßigen Knochen. Die Erregung, dass diese pluripotente Stammzelle Erythrozyten baut, geschieht durch das Hormon Erythropoietin, das in der Niere gebildet wird. Zum Bau eines Erythrozyten wird in der pluripotenten Stammzelle Vitamin B12 benötigt. Das brauchen wir für die Zellhülle. Und Eisen, das brauchen wir entsprechend für das Hämoglobin. Nachdem dieser Erythrozyt geboren wurde, heißt er im ersten Moment Retikulozyt. Das ist ein junger Erythrozyt, der in der Blutbahn dann reift, sich zum vollwertigen Erythrozyten entwickelt. Nach dort dann seine Aufgabe erfüllt, nämlich Sauerstofftransport, CO2-Abtransport. Nach einer gewissen Zeit, ca. 120 Tagen, verliert seine Zellhülle an Elastizität. Er bleibt dann irgendwann in der roten Pulpa der Milz hängen und wird dort von zur Phagozytose befähigten Zellen aufgefressen und in seine Bestandteile zerlegt. Dabei fällt eben, wie im letzten Video schon erwähnt, das Bilirubin. Das soll es soweit zum Leben eines Erythrozyten gewesen sein. Das nächste Video baut daraufhin wieder auf. Wir werden uns dann angucken, wie das mit dem Vitamin B12 und mit diesem Eisen zusammenhängt. Ansonsten bedanke ich mich soweit bei euch, wünsche euch noch viel Spaß beim Lernen. Tschüss.